blute auch. Oh, du blödes Ding, ey. Ich hasse die Viecher. Eine Karte, der Hierophant. Sehr gut. Eine Mütze, Damage ab. Ordentlich Schaden mache ich schon. Skype ist gerade abgestürzt, ich hoffe, der Stream nicht. So, wegen einer Mütze rette ich jetzt nicht in die Mitte. Okay, dass der Schaden hoch ist, merkt man. Meine Fähigkeit hat sich wieder regeneriert, das ist sehr gut. Hier könnte überall was sein. Schade, dass ich meine Brille vom Anfang nicht mehr habe. Leute, hat Schaden bekommen. Durch die Fackel. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Schade eigentlich. So, ich könnte oben in den Raum reingehen, aber mit einem halben echten Herz ist mir das auch zu tricky. Die wollten mich nicht ins Target nehmen. Auch gut. Knapp. Ein Herz. Das ist gerade kostbar. Oh, scheiße. Und das ist gerade scheiße. Aber gut, in dem Raum hat es sich jetzt auch gelohnt, das Teil zu nehmen. So, was haben wir hier drin? Eine Pille mit Fragezeichen. Ist ja nicht so, als ob ich nicht ohnehin schon zu wenig Leben habe. So, erstmal die am Rand, die nerven am meisten. Ein Herz. Aber das hebe ich mir, glaube ich, auf. Toll. Da komme ich doch gar nicht ran. Ich kann es auch nicht kaputt machen. Doch. Jetzt. So viel Geld. Was sagt die Karte? Oben war noch eine Tür, aber ich glaube mit Schlüssel. Ja. Achso, und ein Bossraum. Dann gucke ich mir jetzt doch den Schlüssel, den Würfelraum mal an. Was hat es getan? Es hat kurz gewackelt. I don't know. Wenn ihr wisst, was das gerade bewirkt hat, dann sagt man Bescheid. Das würde mich nämlich echt mal interessieren. Beziehungsweise was generell die Funktion von diesen Räumen ist. Mega Fetti. Das ist gut. Ganz Zeit auf den Gegner drauf lassen. Ich glaube, ich mache mehr Schaden von der Häufigkeit her, wenn ich es bewege. So, was haben wir hier? Lack ab. Oh, ein Schlüssel. Den würde ich doch jetzt gleich noch benutzen, um oben die beiden Räume zu klären. Vielleicht hat der Würfelraum ja auch was mit Lack zu tun. Ich hatte noch keins. Noch mehr Geld.
10 Bomben. Aber ich glaube, so klappt das nicht, oder? Nee, ich muss es von der Seite machen. Tidim. Reusable Airstrike. Ist natürlich cool, aber... So ein Single Target und dann muss es an derselben Stelle stehen bleiben, finde ich jetzt nicht ganz so cool. Vor allem finde ich die Fähigkeit, die ich von dem einen Boss da bekommen habe, Lazarus, echt heavy. Also die ist echt stark. Vor allem Splash Damage in alle Richtungen. Also zumindest sternförmig. So, die Tiefen wieder. Scheiße, da ist ein Loch. Da ist ein Fighting-Raum, das traue ich mir ja nicht zu mit der Fähigkeit hier. Schweinepriester. Und da ist das schöne Herz dahin. Hat er zwei kleine Würmer in seinem Magen gehabt. Geld kriege ich gerade übelst. Und Bomben. Könnte meine Fähigkeit benutzen. Aber es war mir klar, dass ich dann in irgendwas reinrenne. Dittem. Burning Blast Bomb. Verstärkt meine Bomben. Ich brenne so schön. Aber die Räume mit Fledermäuse sahen bisher immer so aus, wie der jetzt hier aussieht. Ich habe noch keinen anderen gehabt. Das ist so mies. Obwohl mein Shotspeed so hoch ist, ist die Fähigkeit so klein. Ach, das sind die, die so schräg sind. So, da geht's auch schon zum Boss wieder. Natürlich nichts gefunden. Da war ich überall. So, hier vorne rechts ist aber noch was. Und oben rechts war auch noch was. Ah, okay. Punkto. Wie sieht denn das oben aus? Oh, da war noch einiges. Wenn ich wüsste, was die Kutte macht. Ich glaube, ich spende lieber Geld. Sollte das Ding kaputt gehen, kann ich ja immer noch die Kutte holen, sofern ich noch genug Geld habe. Bei 100 gibt es bestimmt wieder was. 6 fehlt. Sieht das nur so aus? Nee, sah nicht nur so aus. Da war wirklich was. Hierophant hat mir vorhin 2 Herzen gebracht. Super. Ah, verdammt, aber auch. Wenigstens hat es nur ein halbes Herz abgezogen. Jetzt gehe ich, glaube ich, doch mal in den Dingsraum rein. Ich habe natürlich keinen Schlüssel mehr. Denn mit der Ulti sollte ich das ja schaffen. Kann man nicht mehr zum Angreifen.
So, sieht die nur so aus? Ja, die sah wirklich nur so aus, als ob da was wäre. Hätte nicht gedacht, dass der explodiert. Alter! Wow, ihr könnt springen. Muss der übelst auf deinen Boden achten. Wenn man in so einem großen Raum geht, einem hier die Tränen auch echt gut verloren. So, da würde ich Schaden kriegen. Ich habe nicht viel Leben. Aber immerhin einen Schlüssel bekommen. So, wo wollte ich den benutzen? Unten im Adventure-Raum. Aber das Blöde ist, jetzt habe ich keine Ulti mehr. Probier es trotzdem. Na toll. Sowas geht ja noch. Geschafft. Full Health. Na gut, das hat sich ja wirklich gelohnt sogar. Komisch aufpassen jetzt, genau. Der Bossraum ist unten links. Gut. Ich finde es witzig, dass das Vieh mir folgt. Wo war denn jetzt hier der Raum? Der war rechts, ja. Aber es fehlte 6-mal Gold, also lohnt es sich nicht, nochmal in den Raum zu gehen. The Cage. Oh, hatte ich den schon? Sagt mir gerade gar nichts. Doch, aber ich glaube, er kam nicht zu der Attacke. Oh, es macht so wenig Schaden. Knapp. So ein dickes Relaxo. Geschafft. Was haben wir hier? Tears und Shotspeed hoch. Schneller geworden ist das Ding aber nicht. Fühlt sich nicht so an. Ein Göttlichkeitsraum. Flight plus HP. Oh, coole Sache. Aber ich brenne nicht mehr. Aber ich denke mal, meine Bomben sind trotzdem noch. Ja. Ich kann fliegen. Damit hätte ich mir... Ach nee, das war die Etage davor, was holen können. So, ein Raum, in den ich nicht reinkomme. Eine Slotmaschine nützt mir aber auch nichts. Ganz schön grell. Bäm, eine 5er-Münze. Der fette Wurm, 2-mal. Ach, ich kann ja fliegen, schon wieder fast vergessen. Und tschüss. Krass, wenn ich fliege, kann ich sogar